So, und damit herzlich willkommen wieder zu einer kleinen Runde Way of the Hunter. Wir gehen heute spazieren, schön da, wo wir beim letzten Mal, ja, übrig geblieben sind auf der Map hier. Wo wir aufgehört haben, da gehen wir jetzt weiter. Was ist das für ein Tier? Anscheinend nur ein Fake-Vogel. Okay, gut, gut, gut. Ja, viel Spaß beim Video und damit, let's go. Ich habe beim letzten Mal direkt hier, waren doch noch Büffel. Die sind jetzt nicht mehr da. Die waren genau da, ungefähr. Was hat man in dem Spiel nochmal für eine Renderdistanz? Ich glaube so um die 600 Meter, ne? Also da hinten, wenn ich da jetzt nichts sehe, dann dürfte da auch eigentlich nichts sein. Ich bin ein bisschen müde. Wisst ihr, dass da hilft? Ein schöner... Ein schöner Energy-Drink. Das haben die halt auch noch nicht hinbekommen, ne? Das fällt mir bei Call of the Wild auch oft auf. Dass dann du hörst Tiergeräusche und bekommst aber keine Bubble. Du weißt nicht, woher kommt das. Ist doch gut. Da musst du wieder ganz genau in dein Headset reinhören. Woher kommt das? Ist doch gut jetzt. Also hier direkt über die Wiese fliegen oder was? Was ist denn mit euch? Die sind ja mal richtig tief geflogen. 300 Meter entfernt. Caribou ist natürlich ein Männchen nicht so leicht zu erkennen, weil die Weiber auch ein Geweih haben. Ich hoffe, soweit, wie wir letztes Mal schon erklärt, gar kein Problem. In diesem Spiel schon ein Problem, weil ich nur Männchen in Wertung schießen darf. Obwohl die Weibchen ja auch eine Trophäe haben. Das ist zum Beispiel so ein Teil, also so ein logisches Loch, wo ich sage, okay, das macht Call of the Wild ein bisschen besser. Erwachsen weiblich. Sag ich ja. Und hätte ich jetzt einen 300-Meter-Schuss auf das Tier abgegeben, hätte ich mich später geärgert, weil es ja offensichtlich eine Trophäe hat, aber keine Trophäenwertung bekommt, weil es einfach weiblich ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mit zwei Fisch schieße ich drauf. Wisst ihr, was ich meine? Alarmiert. Und er liegt. Er liegt im Dreck. Aber er war auch wirklich nur einzeln, ne? Also, sehr schade, dass die hier einzeln unterwegs sind. Und nicht in der Gruppe, wo man sich einen aussuchen kann. Ich weiß halt nicht, ob diese Farbe hier normal... Also, so besonders sieht sie jetzt auch nicht aus, aber... Ich glaube, es ist normal. Oder? Okay. Es war auf jeden Fall in der Entfernung. Da sollte ich die 6er-Waffe nicht nehmen. Das war ein bisschen viel Wucht. Bisschen viel Wucht auf einmal. Jagdwert von 3 von 5. Schade. Und das sieht normal aus. Das ist einfach ein Jungtier. Schade. Aber 17,52, es musste weg. Also es hätte auch nicht mehr als einen Stern bekommen können. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger jetzt, die Jagd hier. Weil ich ja jetzt gemerkt habe, okay, ich habe jetzt nicht eine Allround-Waffe für alles, was groß ist. Sondern die Waffe, die ich jetzt dabei habe, die ist ziemlich gut für Bison und Elch. Aber anscheinend Karibus komplett zerfetzt. Theoretisch könnte ich da jetzt reinfeuern. Ach komm, ich mach's. Wenn mich nicht alles getäuscht hat, dann ist der liegen geblieben sogar. Das klingt gut. Also der hat auch schon auf jeden Fall große Schaufeln. Wir gucken uns den mal an. Auf jeden Fall nicht so viel Energie. Das ist gut. Einmal schön durch die Lunge. Rechter Lungenflügel tot. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 2 Sterne. Genetisches Potenzial 56,95. Also ja,
top im besten Alter geschossen. So sollte es sein. So sollte es sein. Ich weiß nicht, ob ich mit der Waffe drauf schießen sollte. Das ist schon wieder ein Einzelgänger, ne? Ich glaube, er liegt da. Ja, er liegt hier. Das ist schon mal gut. Na, gucken wir uns mal an. Ah, viel zu viel Wumms. Ah, ich musste mit der Pro Hunter 2 drauf schießen. Ich muss mit der Pro Hunter 2 drauf schießen. Ja, viel zu viel Wumms. Aber... Ja, ich habe kurz gedacht, ich habe die Wirbelsäule getroffen. Aber dadurch, dass ich so einen spitzen Einschusswinkel habe, dass ich High Ground hatte, von oben drauf geschossen habe, habe ich natürlich beide Lungenflügel durchbohrt. Drei Jagdwertung, drei Sterne, Trophäenwertung, ein Stern. Ah, okay. Also falls euch das Video bis jetzt hier gefallen hat, lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da, kommentiert das Video. Das füttert den Algorithmus und der braucht immer Futter. Schaut auch auf meinem Twitch-Kanal rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich streame natürlich das Ganze hier immer und schneide das dann zum Schluss nach dem Stream in ein schönes Video für YouTube, das ihr gerade seht. Also schaut doch gern auf Twitch vorbei, da könnt ihr auch mal live dabei sein. Ich bin eher so der Typ Jäger, der versucht, aus dem richtigen Winkel mit der richtigen Windstellung sich an die Tiere anzuschleichen, um die dann zu schießen, unangekündigt, anstatt die irgendwie zu mir zu callen oder so. Ich bin mehr der Aktive. Also ich mag keinen Callen. So, wie sieht's aus? Oh, okay, war Pity auch ein bisschen viel Energie, könnte aber vielleicht noch ausgereicht haben für eine 5-Sterne-Jagdwertung. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall schön Doppelunge. Der hat gesessen, da hat er danach keinen Bock mehr gehabt. Hat ausgereicht für eine 5-Sterne-Jagdbewertung, ist gut. 52,72, ein Stern, erwachsen. Ausgewachsen hätte er vielleicht noch einen Stern bekommen können. Naja, okay. Meter. Das ist natürlich sportlich. Das ist natürlich sehr sportlich jetzt. Ich glaube, der sieht von der Farbe her schon gut aus. Wenn es kein Weibchen ist. Das sah jetzt gar nicht so verkehrt aus, oder? Würde ich jetzt mal stark behaupten. Oder? Was würdet ihr sagen? Ich habe auf jeden Fall getroffen. Bei 400 Metern, ob da die Aufprallenergie jetzt okay war für die. Für die Karibus. Weiß ich halt nicht. Ich weiß halt auch nicht. Habe ich da jetzt ein Weibchen getroffen oder ein Männchen oder was auch immer? Na komm schon. Also weit habe ich schon lange nicht mehr geschossen.
so große Distanzschüsse. Aber auch den zweiten habe ich getroffen. Vielleicht nicht so gut wie den ersten. Ist er doch abgehauen? Naja, werden wir schon sehen. Erstmal nehmen wir den hier vorne, der ist auf jeden Fall liegen geblieben. Aber ich vermute, dass es hier, dass der erste Schuss hier ein Weibchen war. So, auf jeden Fall ziemlich große Blutpfütze, aber die sieht rot aus. So, Rückgrat. Ins Rückgrat habe ich getroffen und die Aufprallenergie war schon wieder viel zu viel. Also auf 400 Meter immer noch zu viel. Ich sollte aufhören, mit der Waffe auf die zu schießen. Aber auf jeden Fall hat er einen Rollstuhl gebraucht, um abzuhauen. Es war ein Weibchen, es war erwachsen, 3 von 5 Sterne Jagdbewertung. Schade. So, jetzt gucken wir uns das da oben mal an. Ich sehe bei denen keinen Unterschied zwischen Weibchen und Männchen. Ich muss tatsächlich auf die Entfernung ran, wo ich die scannen kann mit dem Jagdsinn. Wo mir das Spiel sagt, ist das ein Männchen oder ein Weibchen. Weißt du, was ich meine? Weil ansonsten, ich sehe das nicht. Für einen am Geweih sieht man es halt nicht. Kleine Menge Rot. Tier überlebt. Warte mal, stand da eben, ne? Tier überlebt, ja. Also keine Chance. Hier liegt auch nichts. Ja, scheiß drauf. Bevor ich jetzt gar nichts schieße, schieße ich das Jungtier. Na, komm schon. Das ist echt Weibchen. Das ist genau die Gruppe von vorhin. Na, komm schon. Komm schon, Dicker, komm. Fall um, fall um. Da liegt er. So, da haben wir den. Den guten. Schöne Aufprallenergie. Finde ich gut. Rechter Lungenflügel rein. Linker Lungenflügel stecken geblieben. So wie es aussieht. das ist ja wirklich... Also, macht das nicht nach, Leute. Macht das nicht nach. Jagdwertung 5 von 5 Sterne. Trophäenwertung 1 Stern. Potenzial 83,12. Jungtier. Macht es nicht nach. Das ist... Hört auf damit. Der hätte 4 Sterne bekommen können, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Schlecht, 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 schlecht. Na komm schon, Dicker. Komm. Komm schon. Du hast doch keinen Bock mehr, ich seh's doch. Sehr gut. Ich hätte vielleicht eine Waffe dafür. Könnte sein, dass ich mit der Dreierwaffe auf die Ziegen ganz gut schießen könnte. Erwachsen männlich. Okay, ich versuch's. Sah jetzt irgendwie nicht so gut aus. Ja, gucken wir uns erstmal das Bison an. Fuchs, hör auf. So, Oh, ich hab...
Ich habe schon mal auf das Ding geschossen. Der Pro Hunter 2. Und jetzt mit der Steiger-Carbon habe ich tatsächlich linken Lungenflügel tödlich getroffen. Okay, cool, cool. Jagdwertung 5 von 5, 1 Stern. 21,33, musste weg. Perfekt. Perfekt. Ah, hier vorne, lol. So, knapp unter der empfohlenen Aufprallenergie. Aber Lunge sagt, jo, durchlöchert. Ah, war doch das Jungtier, was ich getroffen habe. Nein, nicht das erwachsene Tier. Und ein genetisches Potenzial von 85,25. Ich beiß mir ins Knie. Schade. Was soll's. Ich kann's doch nicht ändern. Ich war mir ziemlich sicher, dass es das erwachsene Tier ist. Ärgerlich. Ich ärgere mich. Es ist ja immer, ne, also je kleiner die, also wenn ihr mit einer kleinen Aufprallenergie, mit einem kleinen Kaliber, mit einer kleinen Waffe auf ein Tier schießt, ist das erstmal nie verkehrt. Die Gefahr ist groß, dass ihr mit der Waffe keine tödliche Wunde reißt und das Tier den Schuss einfach überlebt. Die Gefahr ist groß. Aber das ist erstmal nicht so schlimm, wie wenn ihr mit einer höheren, also mit einem höheren Kaliber drauf schießt und einfach zu viel Fleisch, zu eine große Wunde reißt, zu viel Fleisch rausschießt, dann sinkt die Jagdwertung. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht, vergesst den Kommentar nicht. Das füttert den Algorithmus und der braucht sowas, der braucht ein bisschen Futter, der verhungert sonst. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit diesem Spiel. Ansonsten macht's gut und bis dann. Tschüss, ciao.